Als nächstes wollen wir nun dort das Schriftwort lesen, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 15, Versen 20 bis 37. Markus, Kapitel 15, fangen wir mit Vers 20 an. Wir lesen hier von der Kreuzigungsgeschichte von unserem Heiland. Und als sie ihn verspottet haben, nahmen sie ihm den bleiroten Rock auf und trocken ihm ware seine Kleider an und dann läden sie ihm Rüd, ihm zu kriechen. Simon von Kyrene, Alexandra und Rufus erfuhren, käm grüt so vom Land und käm du vorbei. Dem bedwungen sei, Jesus sein Kreuz zu drehen. Und sie brachten ihm nur einen Platz, Golgatha genannt. Dort meint ein Schädelplatz. Da wollen sie ihm Wein mit Bertret Betäubungsstoff zu trinken geben. Aber er nahm dort nicht. Und als sie ihm gekreuzigt haben, verdeulten sie seine Kleider und trocken Lässer, ihm zu sein. Wort ein jeder, um zu sein, wort ein jeder kriegen wird. Dort wirkt Glock neun Samarias, aus sei am Kriezichten. Und Buben am Kriez schreiben sei die Juden tschernig. Dort wir wird sei jen arm horden und wo wen sei am Kriezichten. Sie kriezigten mit einem Taub noch zwei Mörder, einen an der rechten und einen an der linken Seite. So kam dort rum, als dort geschrieben steht, hei wort mang de Verbrecher geteilt. Und die dort vorbeigingen, schereten mit der Chap und lasteten und sehten, aha, du den Tempel durchbrechst und in drei Tagen abbüßt, rat dich selbst und komm vom Kriez rauf. Gut so deuten auch die Hohenpriester und Schriftgelehrte untereinander über Arm spotten und sehen, heuhaft andere gehalten, aber kann sich selbst nicht halten. Lud den Christus, den kenne ich über Israel, nie vom Kriez raufkommen, dort wie seinen und gläuben können. Und der wird mit Arm taub gekriezigt werden, schollen auch Eva arm. Dann, ab Mittag, wird durch drei Stunden Eva das ganze Land düster. Und glock drei nun Mittag schrie Jesus laut, Eli, Eli, Sabachthani. Das meint, mein Gott, warum hast du mich verloren? Als einer von dir, der du bist und dort hier den Seiden sei, kicke mal, der raubt den Elia. Dann rannt einer und leit ein Schwarm voll Wein edig tragen, stürkt ihn ab ein Rührstock und hielt arm den zu trinken und seht, wacht, weil wir mal sein, auf Elia arm wird kommen, raufnehmen. Und Jesus schrich lüd und jäuf den Geist ab. Was so weit die Kreuzungsgeschichte von unserem Heiland. Als nächstes wollen wir nun noch ein Gedicht hören von Schwester Jessica Schmidt, bitte. Er trug sein Kreuz. Er trug's mit stillem Mute den steilen Weg nach Golgatha hinan. Wie schwer die Last auf seinen Schultern ruhte, er klagte nicht, der blasse Schmerzensmann. Er trug sein Kreuz, der Menschen Schmach und Schande, die Sünde einer tief gefallenen Welt. Uns zu befreien aus schnöder Knechtschaft Bande,
gab er sein heilig Blut als Lösegeld. Er trug sein Kreuz, er trug die Dornenkrone, der Erbe von des Vaters Himmelreich, das ewiges Glück in unseren Herzen wohne, ward er am Kreuzesstamm den Schächern gleich. Auch deine Sünden hat er still getragen und deine Schuld mit bitterer Qual gebüßt, dass aus den Wunden, die man ihm geschlagen, nun ewiges Heil für arme Sünder fließt. Er trug sein Kreuz, so trag auch du das deine und geh den Weg, den einst dein Heiland ging. Ist auch die Bahn voll harter Trübsalsteine, sieh auf das Kreuz, an dem er duldend hing. Nun liegst du wie ein schwankend Rohr im Staube. Die Stunde kommt, wo alle Schwachheit weicht und da ein starker, seger Osterglaube frohlockend dir den Weg zum Lichte zeigt. Dankeschön. Lasst uns jetzt zusammen gemeinsam noch ein Lied singen, Lied Nummer 68 diesmal bitte. Lied Nummer 68 wollen wir noch taub singen. O lieblich, holdes Gotteslamm. O lieblich holdes Gotteslamm, das für mein Heil vom Himmel kam. O welche Liebe seh ich da, mein Heiland starrt auf Golgatha. O Golgatha, o Golgatha, wo Jesus starb am Kreuz für mich. Auf Golgatha, ja Golgatha, ward er erwürgt für dich und mich. Die Erde bebt, die Sonne verhüllt, Erlösungsplan ist nun erfüllt. Es ist vollbracht, Halleluja, das große Werk auf Golgatha. O Golgatha, o Golgatha, wo Jesus starb am Kreuz für mich. Auf Golgatha, ja Golgatha, ward er erwürgt für dich und mich. Du duldend Lamm, litt Spott und Hohn, trugst auf dem Haupt die Dornenkron. O seht, was dort aus Lieb geschah, auf unser Stamm auf Golgatha. O Golgatha, o Golgatha, wo Jesus starb am Kreuz für mich. Auf Golgatha, ja Golgatha, ward er erwürgt für dich und mich. Dir Gottes Lamm, die er gebührt, hast mich aus Sünd und Not geführt und mich gebracht dir innig nah durch deine Tat auf Golgatha. O Golgatha, o Golgatha, wo Jesus starb am Kreuz für mich. Auf Golgatha, ja Golgatha, ward er erwürgt für dich und mich. Ein blutger Strom aus deiner Seite für deine Welt floss tief und weit. Von Sünd erlöset bin ich ja in diesem Strom von Golgatha. O Golgatha,
wo Jesus starb am Kreuz für mich. Auf Golgatha, ja Golgatha, war der erwürgt für dich und mich. Das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern Jan Friedach gegessen hat, ist wahrscheinlich oder mit Sicherheit der allerberühmteste Mahlzeit in der ganzen Weltgeschichte. Dort ist nicht eine Multitude, was da wichtiger ist, was da interessanter ist, als kräftet, was Jan Friedach, und so als wir ihr schon sehen, der Friedach hat mit dem Uvent da angefangen. Der Friedach Uven, so aus gesterns Uves Nuklok saß irgendwann, wie diester, aus der Jünger du taub wirren, nur ihre jüdische Zeitrechnung am Friedachs Uves, also am Anfang von den Tag. Dit wird die 12 Jünger mit Jesus taub in jenem buwerschen Saal belebt haben, Luther, als er Judas Rütigun, blieben bloß auf. Er auf und Jesus taub. Aber das, was Jesus den Abend mit den Jüngern angefangen hat, dort dauern Millionen von Christen, was von der schon Tag einmal waren, feiern und sich daran erinnern. Von jener Multitude, was von der, wird einmal war in der ganzen Welt, das Mul gefeiert. Dieser Uvent oder dieser Multid, was ja eigentlich mit der Passa-Feier angefangen hat, hat Jesus zu noch was Deuperen gemerkt. Wie kann eigentlich sein, die ganze Passa-Feier, was die Jüden all ein paar tausend Jahre all immer wieder gefeiert haben oder viele Jahre all gefeiert haben im Alten Testament, dort wir mal bloß das Schattenbild. Das Wirkliche, dort ist der Jan-Uvent passiert. Das Wirkliche hat Jesus eingeführt und von dem Abend an brücken wir nun nicht redenken an die Passalämmer, die dann in Ägypten geschlachtet worden sind. Nun können wir redenken an das vollkommene Lamm Gottes, was für uns am Kreuz gestorben ist. Das Abendmahl ist in erster Linie, so wie Jesus dort uns gesagt hat, ein Gedächtnismahl, also ein Andenken. Wie kann ja dort so, dass alle Länder haben ihre besonderen Feiertage. In Bolivien zum Beispiel, 22 de enero, ist der Dia del Estado Plurinacional, dort ist Feriado. 6 de agosto, Dia de la Independencia, ist Feriado. Und jedes Jahr und so auch andere wurden diese besonderen Gedenktage gefeiert. Andere Länder haben wie auch andere der. Und die Juden im Alten Testament hatten auch ihre Feiertage, ihre Feriados. So wie eins, der erste, der wichtigste im Jahr, nur eher im jüdischen Kalender, wie dort Passafest gruß. Dann Luther, wie dort Pfingstfest, dort Laubhüttenfest. Eigentlich jeder Sinnabend, jeder Sabbat, wie auch ein besonderer Feriado, wann wir dort so gern sein. Und Gott hat dort extra all so geplant, all im Alten Testament so eingerichtet, dass dort sollen über dort Jahr besondere Gedenktage sein. Warum hat Gott dort so eingerichtet? Ganz einfach, weil es Gott uns kennt. Er weiß, dass wir vergesslich sind. Dort wie immer wieder Motten an Sachen erinnert worden. Gott kennt uns. Und deswegen, um uns immer wieder einmal abzuwirken und frisch an so etwas Wichtiges zu erinnern, hat er dort so geplant und eingerichtet, auch vom Alten Testament und auch im Neuen Testament, dort wie sollen besondere Gedenktage feiern. Kicken wir einmal im Alten Testament, 2. Mose, Kapitel 12, Vers 14, da hat dort Gott krank gesagt, als sie dann den Tag, als sie dann in Ägypten rüttrocken. In Vers 14 sagt Gott, dies Tag, es für jünden Tag zum Andenken.
Ihr sollen den so holen, aus ein Fast für dem Herrn. Ab alle Tiden soll ihr den holen, immer wach. Also das ist ein Tag zum Andenken. So hat Gott das geplant. Aber nicht bloß im Alten Testament, im Neuen Testament lesen wir auch dort, wie diesen Gedenktag nie im Neuen Sinn, im Neuen Testamentlichen Sinn auch holen sollen. In 1. Korinther 11, Vers 23 erst einmal, sagt Paulus, und wir müssen uns vorstellen, dort wir nie all saßen 20 Jahre nur Jesus in der Kreuzigung. Also saßen 20 Jahre sind all vorbeigegangen, nur Jesus in der Kreuzigung, und dann schrift Paulus folgende Wort, 1. Korinther 11, Vers 23, was ich jünt gejeft habe, habe ich vom Herrn gekriegt. In der Nacht, aus der Herr Jesus verruden wird, neuem Heil braut, und dann geht dort wieder. Vers 24, heute dort dann war er, und aus Heu durfer gedankt hat, brück Heu dort braut zwei und seht, dit as mein Lief, der verjüngt as. Dort dit für mich, tom angedenk. So wollte Jesus haben. Und im Vers 25 heißt das, und grüßt so das Kuffel, neim, nur um Eten, und seht, das Kuffel ist der nie Bund in mein Blut. Und wenn immer je dort trinken, dort dort für mich zum Angedenk. Gott will, dass wir dort zum Abend zum Angedenk sollen daun. Wenn von einer sieht, glaube ich, es wird uns klar, dass wir wollen einmal für jeden, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber dann noch es wird Gott besondere Gedenktage zu feiern. Aus dem Beispiel, aus dem kleinen Beispiel, sagen wir mal, wenn eine Mutter stirbt, sagen wir mal, da ist eine Familie, die Kinder sind, Mann, dann vielleicht noch die letzten Momente von ihrem Leben durch beim Krankenbad, beim Storfbad, und dann hörchen sie kann noch der letzte Wort mit ihrer Mama reden. Und dann nimmt vielleicht die Mama noch ihre alte Bibel aus dem Beispiel. Und dann, du hast ihr Numen bern und alles, mit ihren Notizen, was sie die Jahren eben nein geschrieben hat. Und dann nimmt sie dort und sagt, ja, dort vielleicht eins von ihren Sehens, vielleicht ihrem ältesten Jungen. Und sagt, Jung, das will ich dir aus dem Angedenk. Ich weiß, meine Zeit ist hier aufgerannt. Aber ich will die dort aus dem Angedenk, die dort schenken. Ich will hier nicht mehr lang bleiben. Und dann nimmt sie vielleicht noch was anderes, irgendein anderes kleines Bietchen und schenkt dort ihre Tochter und sagt, das soll ein Angedenk für die sein. Begrafenis ist vorbei, sind all mehrere Jahre vorbei. Wollen die Kinder ihre Mutter für jeden? Je für jeden? Kein Mal. Aber dann noch, wann immer sie tief sind, wann immer sie die Schifflut aufmerken und die Bibel sein, woran wollen die denken? An ihre Mutter. Jedes Mal, wenn sie die Bibel wollen persönlich sein oder in die Hand nehmen, dann wollen die immer wahre Träne denken, in ganz besonderer Weise Träne denken, an das, was die Mutter ernt hingeluten hat. Ungefähr so, wohl auch Gott, dass wir dort Abendmahl sollen aus dem Angedenk feiern für Arm. Das meint nicht, dass wir bloß einmal oder zweimal das Jahr oder wo immer, wo färken wir Abendmahl feiern, das ist uns nicht gesagt. Aber so färken uns wieder da und wollen wir besonders einmal wieder daran erinnert. Jo, wir sollen das Jahr ewig einmal daran denken und sollen uns einmal bewusst sein, was Gott für uns getan hat. Aber dieser Tag ist ein besonderer Moment. Wir wollen ganz besonders drei denken an das, was der Herr für uns getan hat. Und wir haben gelesen, also, was ich noch wohl hier sein, was hier wichtig ist, dass Paulus hier sagt, dass er dort vom Herrn empfangen hat. Das, was er das Abendmahl, Paulus war ja ein gelehrter jüdischer Pharisäer, ehe er sich bekehrt. Er kennt das Gesetz, er wird sein, inwendig und utwendig. Er wird einer, der das Gesetz, das Beste kennt. Interessant, dass er nicht sagt, das von dem Abendmahl, dass er sagt, ich will jünden wiedergeben, was ich vom Gesetz
vom Alten Testament gelehrt hat. Dort sagt er nicht. Er sagt hier, ich will ihn dort wiedergeben, was ich vom Herrn empfangen habe. Even, obwohl er den Uven nicht mit Bibel war, als mit der Elfjünger, mit der Zwölfjünger. Aber Jesus hat ihm dort persönlich offenbart. Wir sehen dort erst nicht, dort erst wird nie, dort ist nicht dort, was sie im Alten Testament gefeiert haben. Denn das wird Paulus gesagt haben, an der heidnischen Gemeinde in Korinth, ich will ihn dort wiedergeben, was wir in dem Gesetz gelehrt haben. Wobei er sagt, ich will ihn dort wiedergeben, was mir der Herr selbst gegeben hat. Und wir sehen, nicht bloß die Juden haben dort Uventmahl gehauen. Das Passafest, das wir bloß für die Juden. Die Heiden hatten damit nichts zu tun. Aber das Uventmahl, das wir für alle, eben die heidnische Gemeinde, durch seine heidnische Stadt Korinth, die haben Uventmahl gefeiert. Wir sehen das für alle Christen, für alle Kinder Gottes. Als die Jünger dann dort taub werden. Und wir können uns diesen Uventmahl vielleicht ein klein bisschen vorstellen, wann wir uns mit der Geschichte befassen, wo die Juden das Passafest gefeiert haben. Wenn sie taub gingen, taub kamen, dann haben sie zum Anfang hatten sie wohl einen Kuffel voll Wein oder Wein mit Wutter gemischt und das wird der erste und dann haben sie gesegnet, dann haben sie Gott gedankt. Dann haben sie den ersten Uven, der hat eine ganze Zeremonie, einen um anderen, was sie alle durchgeführt haben. Aber noch mehr zum Anfang von dem Passafest, von dem jüdischen Passafest, auch die Juden, die von der noch Passafest da und fielen, die nicht an Jesus, an den Messias glauben. Die dauern dort immer noch. Meier zum Anfang, dann nimmt der Führer von der Familie oder wer immer verantwortlich ist, dort anleitet, durch im Hüß, der nimmt, der haben dort drei Bieter Brot. Und das ist nicht so ein Brot, das wir dort kennen, das ist nicht so ein dicker, grauter Leibbrot, sondern das sind meier Däne, angesüerte, ohne Sauerteig. Die Juden nennen dort Matzah. Das sind meier so aus deine Fladen. Und die drei Fladen, die sind eingewickelt in ein wittert Tuch. Und dann nimmt der Verantwortliche der Fuder, merkt dort ob, und dann nimmt er von den drei, was einer eben den anderen liegt, nimmt er die mädelste Rüt, und dann nimmt er apart in ein wittert leinener Tuch, das dort einwickelt. Und dann geht er und wird irgendwo im Hüß verstecken. Und diese mädelste, das mädelste Brot, was die Juden, was von der noch da, und dort nennen die Afikoman. Afikoman meint eigentlich der kommen soll. Der Fuder nimmt dort, der dort einwickeln und dann wird er dort irgendwo im Hüß verstecken, wo die anderen nicht wollten. Und dann kommt der Dreh und dann dauern sie wieder den Uven zu ihre Vier haben. Als der Uven dann all ziemlich der Länge ist, ab 1 steht der Hüßfuderware ab und dann sagt er, nu sollen die Kinder gehen und sollen das Afikoman, das Brot, was er erst versteckt hat, dort sollen die gehen sehen. Das ist für die Kinder was Besonderes, das ist eine Freude, die fangen an, im ganzen Hüß rumzugehen und zu sehen. Und derjenige, der dort fängt, der kriegt dann noch ein Geschenk. Der kriegt noch eine Belohnung. Dann bringt er dort den Fuder. Dann nimmt er das eingewickelte Afikoman, das mädelste Brot, das dort aufdecken und dann das dort brechen. Kleine Bieter brechen, dann können alle Gäste, die dort taub sind, dann von dort eten. Die Juden dann dort bat von der, ohne dass sie dort wirklich wollten, was dort bedient. Dort ist einfach ihre Tradition. Aber die können nicht wirklich erklären, warum sie das tun. Warum sie dort eine, dort mädelste Braut tun, einwickeln und dann verstecken und dann Luther war der Rüt holen und dann zwei brechen und davon alle verdeulen. Ein bisschen aus einer Nachspeise. Mal zum Eng von der Passafest. Aber ist das nicht interessant? Für uns hat das, glaube ich, eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Einmal das Wort Afikoman bedeutet, Einer, der gekommen ist. Jesus ist gekommen. Wenn wir nun diese drei Brote, die sie bei dem Passafest haben, wenn wir sie versinnbildlichen, den dreieinigen Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und was die Juden
den Name dort Mädelste, also Gott sehen, der Sohn Gottes, nehm dort rüht apart. Dann dauen sie dort, euer Ecker ist für jeden zu sein, der dort erst einmal zwei Brägen, und dann der eine Hälfte lade, du der andere Hälfte der einwickeln, bloß der eine Hälfte von Afikoman, entschuldigt, das habe ich nicht ganz recht erst gesagt, der eine Hälfte der einwickeln und dann verstecken. Hast du nicht gekriegt, dort, was mit unserem Herrn Jesus passiert wird? Dort sehen Körper als für uns gebrechen. Und dann, als er am Kreuz für uns starb, dann ist er in leinene Deker, Tücher eingewickelt worden. Und dann ist er im Grab hineingelegt. Sozusagen, der wird dann versteckt gewesen. Der wird wach, der wird nicht zu sein. Und dann, nur eine gewisse Zeit, nur drei Tage, als er durch Wader rüt gekommen und nun als Jesus für uns alle das Brot des Lebens. Also hei, sein Körper ist für uns gebrochen, hei ist gestorben, hei ist im Grab hineingegangen, hei wie war ich, und dann ist er wieder rüt gekommen. Diesen Abend, vielleicht wird das Krieg das Afikoman, so stell ich mir das vor, bei der Passafeier, diese 19 Tage, die ich hier drehe, was Jesus dann nimmt zum Schluss von der Passafeier, was er wieder rückgeholt worden ist. Und er deckte die leinene Tücher auf und dann sagt er, das ist mein Körper, das ist das Brot des Lebens. Als Jesus dort tät, wir haben bewusst, dass das ein Sinnbild ist, ab sein Körper. Das wird er nie in diesen kommenden Stunden, wird dann um die Erlösung für das ganze Volk vollständig zu machen. Wir lesen in Johannes Kapitel 6, Vers 35. Johannes 6, Vers 35. Dort wie all euer, also nun nicht beim Abendmahl, aber all euer hat Jesus einmal so gesagt. Ich sie dort Lebensbraut. Wer nur mich kämmt, dem wird nicht mehr hungern. Und wer an mich läuft, dem wird nicht mehr dürsten. Den Abend hat Jesus diese zwei Sachen gemerkt. Er hat einmal das Brot genommen, vielleicht grüßt das Afikoman, hat das gebrochen. Sagt das aus, mein Körper, was für ihn gebrochen ist. Und nun das haben wir auch gelesen, all von der, dass er das auch dort einen Koffer nimmt. Dann sagt er, das ist das Blut, was für ihn vergoten ist. Und interessant, wann wir trägen im Alten Testament, in 1. Mose Kapitel 14, dass wir noch zu Abraham seine Zeit, also noch euer Moseheim, euer das Gesatzheim, euer all das Passafest eingerichtet wird und so wieder. In 1. Mose 14, da begegnet uns ein ganz besonderer Mann. Sie nun es Melchisedek. Hei wir ein Priester Gottes, des Höchsten, von der Stadt Salem. Eigentlich erst das Wort Shalom, das meint ihr Fried. Und das ist auch die Stadt Jerusalem. Und nur das Abraham nie von diesem Krieg war das Trägheim, dann lesen wir in 1. Mose 14, Vers 18. 1. Mose 14, Vers 18, so. Und Melchisedek, der König in Salem, braucht Brot und Wein, hei wie ein Priester für den höchsten Gott. Ist das nicht ein wunderschönes Bild auch ab Jesus Christus? Hei ist wirklich unser Priester. Und du, Heidheim von Jerusalem, von Salem hier, dieser Melchisedek. Und was hat er für einen Segen für Abraham? Er braucht am Brot und Wein. Krieg so haftet auch Jesus dann, Jahr in Jahr in Luther eingerichtet. Hey, aus der König von der Friedenskönig, König von Salem, haftet auch uns diese besondere Segnung eingerichtet.
Mein Bitt hier für Abraham wird dort eine Erfrischung, wird dort eine besondere Segnung. Wird dort, ich bin mir sicher, Abraham wird diesen Moment vielleicht einmal für jeden haben, Luther in seinem Leben, als er so meint, Treitheim von einem Krieg, was er da geführt hat. Und wo dieser Melchisedek für arm eigentlich bestanden wird, fremd das ja nicht, aber wird arm in Gegenheim und arm diese zwei Sachen geif. Kriegst so haft auch Jesus uns diese zwei Sachen hin ja luden und er sagt, wer nur mich hemmt, wer von dort braut, wird eten. Also wer wird, und Jesus sagt, euer sagt er selbst, er sieht dort Braut des Lebens. Also wenn wir Jesus in unserem Leben einnehmen, in unserem Hort einluden, und dort Braut ist ja bloß ein Sinnbild dafür, dann wollen wir nicht mehr hungern. Wenn wir von diesem Getränk des Weinstocks trinken, wenn wir sie und daran denken, was sie in Blut für uns gedun hat, dann würden wir nicht mehr darstellen. Dann würden wir dort wirkliche Glück im Leben gefunden haben. Wenn du von der nicht wirklich sein kannst, dass du befriedigt bist, du bist mit deinem Leben nicht wirklich glücklich, mit deiner Situation, in der du nie bist. Vielleicht sind du Troubles, Schwierigkeiten, vielleicht sind du Sachen, wo du brauchst, Pleitsch zu holen, soll keiner ütfängen, was du getan hast oder was da passiert wird. Und du darfst dich mit dieser Sache rumdrehen und rumplären. Du bist nicht zufrieden, du bist nicht glücklich. Aber wenn wir nur Jesus kommen, wenn wir dort in Anspruch nehmen, wenn wir dort annehmen, was Jesus uns geben will, sein Leben, seine Vergebung, sein Blut für uns annehmen, dann können wir wirklich sein, nie hungert mich nicht mehr, nie darst mich nicht mehr, nie habe ich alles, was mir im Leben fehlt, alles andere im Leben ist nur eigentlich nebensächlich. Das Erste, das Wichtigste, habe ich an die gefunden. Aber wir gehen noch wieder, die Frau, wer ist würdig, am Abendmahl teilzunehmen oder an diese Verordnungen? Manchmal oder sei erfährten, wird dort davon abhängig sein, was der Prediger denkt. Oder vielleicht der Älteste. Und im Verüt, all fair im Abendmahl, muss dann dort alle Kläue stahlt. Nur im Ältesten hier vorne, nur im Prediger vorne, dort alles auf Kläue merkt. Und um sicher zu merken, dass einer beim Abendmahl dann wirklich teilnehmen kann. Einige haben dann noch mehr Forderungen sein, du musst unbedingt erst getauft sein. Das kannst du nicht am Abendmahl teilnehmen. Oder vielleicht noch andere Verschriften oder Forderungen, wo Menschen wurden manchmal abstahlen. Aber wir fingen in Gottes Wort eigentlich bloß eine Voraussetzung. Und zwar die Voraussetzung ist, derjenige ist würdig am Abendmahl oder an der Verordnung teilzunehmen, was du Jesus Christus wirklich angenommen hast. Wer dich sein Blut reinet, hart haft. Wenn du irgendwie im Leben noch sind es, so wie letztens das hier der Timer haben, wenn wir da noch süßig irgendwo in unserem Leben haben, dann sind wir nicht würdig, daran teilzunehmen. Aber wenn das alte Sauerteig, wenn das alles rütgefecht ist, wenn wir Vergebung haben, wenn wir bei uns das Zeugnis klar haben, er sieht Kind Gottes, Jesus hat mich vergebt, dann sind wir würdig, an diesem besonderen Segensmahl Jesu teilzunehmen. Den Moment, wo jemand wirklich zum Glauben kam, in Vergebung der Sinnhaft, von dem Moment an ist der Mensch auch würdig, am Abendmahl teilzunehmen. Wir fingen in Gottes Wort bloß nicht noch mehr Forderungen oder Regeln, wer daran teilnehmen kann. Aus bloß dort eine, dort, den, bei den Jüden wird dort so, den Tag vor dem Passa, dann hatten sie Druck im Hüß. Dann musste dort Hüß reingemerkt worden. Alles, was die ab Hebräisch nannten sie dort Chametz, all dort, wo süßig wird, dort musste alles rütgeriemt. Rütgeriemt, aber Gas und verbrannt. All dort Braut oder Brautkrümel, was noch im Hüß ewig geblieben sind, dort musste alles abgeriemt worden. Das ist die Voraussetzung.
wir können bloß, wir sollen dort bloß mit einem reinen Wort daran teilnehmen. Lesen wir mal, wo Paulus dort geschrieben hat, in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 27. Wir sagen, dass dort kracht hat, als was wir vom Old Testament all gelehrt haben. Wer von dit Brot aht und von dem Herrn seinen Köffel trinkt und lebt nicht so, als sich dort gehirt, verschuldet sich durch am Herrn sein Blut und Körper. Du wegen, lud jeder Mensch sich selbst und ihr Segen und dann von dort Brot eten und von dort Köffel trinken. Wills wer so eten und trinken dät, dass er Christus sein Körper und sein Blut nicht achten dät, der bringt durch dort gerecht über sich. Gottes Wort warnt uns, wann die unwürdig nehmen, doll nehmen, dann wird es uns nicht zum Segen, sondern dann wird uns dort noch zum Ansegen, eigentlich eben zum Gerecht. Dann dürfen wir uns bloß noch mehr Sünden eigentlich abluden, das wird das Wort sagt. Jesus hat uns gegeben, dass das soll uns zum Segen, zur Erbühung sein. Aber wenn wir dort nicht würdig daran teilnehmen, dann wird das uns zum Gerecht werden. Aber hier steht, ein jeder eine soll sich selbst prüfen. Er kann dort nicht. Auch wenn er dort wird wählen, dann wird er dort anyways nicht geruhen. Er kann keinem seinen Hort hineinkirken, aber Gott kann dort, Gott kann, der Heilige Geist kann dort viel beter. Deswegen wollen wir uns, jeder eine, uns prüfen vor Gott, ob wir wirklich würdig sind. Und wenn wir dann aber das Zeugnis bei uns haben, jo, Jesus hat mir alle Sünden vergeben, dann wollen wir nicht dreh bleiben. Dann wollen wir nicht anfangen, irgendwie zu zweifeln, oder dann wollen wir mit Frieden daran teilnehmen. Weil Jesus haftet uns, haftet gewünscht, dass wir das sollen tun. Und das soll uns zum Segen, zu erbühen sein. Was können wir noch taubfuden von dort lernen? Jede Verordnung wird Gott uns in der Ludenhaft haft natürlich seinen Sinn. Gott wird uns keinmal was gegeben haben, was keine Meinung haft. Nein, jedes Wort haft seine Bedienung, haft seine Meinung, haft seine Lektion und es für uns förderlich und zum Segen. Und wenn wir auch nie im Kartenwahl, nie zum Abendmahl, zur Feitwaschung, Evagun, wir wollen uns besonders haben gesagt, wir wollen uns daran erinnern. Dreh denken an das, was da passiert, wo Jesus nie am Kreuz für uns hing und diese Schmerzen getragen hat für uns. Ich sage von der, als Marius so im Gebet wie an Jesus dachte, und ich habe mir dort in den Sinn, das erfahre ich, wo er im alten Petrusbrief, dass er die Sünden für uns hinaufgetragen hat. Können wir uns feststellen, als Jesus in Jerusalem Rüdheim, dann mit dem schweren Kreuz, all die Römer hatten am Erstall den Regen all so zwei gemerkt, durch die römische Peitschenhiebe. Der hat all so viel Blut verloren, ab dem Kopf die Dornenkrone, von dort hat er Blut geschält. Die ganze Nacht nicht geschlafen. Der schwere Kampf erste Nacht im Gebet, weil wir so rein ganz meid. Und dann noch das schwere Kreuz, das schwere Beat halt. Und dann von Jerusalem rauf, dann ging er erst bei euch rauf du um Bach Kidron. Aber du, als er dann über den Bach Kidron überstaubt und wir können uns feststellen, today, kriegt den Dach, wie dieser Bach, der wir wahrscheinlich rot gewesen. Von all das Blut, weil das Kanalsystem von dem Tempel dort wir so eingereicht hat, dort, wo sie die Düsende und Düsende von den Lämmern geschlachtet haben, grüß diesen Tag. Das Blut, dort rannte so rauf, nur im Osten von der Stadt Jerusalem rüht, und dann wurde dort hineingeleitet in diesen Bach Kidron. Das ist der Bach, der wie rot kriegt, diesen Tag. Jesus geht über diesen Bach, Eva, und dann meint er aber hinab auf den Hügel Golgatha. Und hat er hinaufgetragen, meine Sünden, deine Sünden, hat er ab sich gedreht und hat er zu nab gedreht. Und eigentlich hat er das Fell
Du musst den Simon von Kyrene, so wie ich gelesen habe, am noch halten, der wir so meut, der wir so zwei. Diese Last wir eigentlich unertragbar, unerträglich können wir sein. Die Schuld, die wir verdient haben, die hat heu du so abgedreht. Dann am Kreuz für uns den Priester verbetult. Kannst du sein, was für Weidau er hat? Kannst du hier sein Stöhnen, sein Weidau? Kannst du hier, wo er erst noch im Garten gezähmt und sagt, Vater, Fuhrer, wann dort mächtig ist, lud diesen Kuffel an mich vorbei. Dass wir mäß nicht zum Drehen, aber dann noch dein Wahl soll geschehen. Und all das hat er du wegen getan, wie es sei, mir und die, Gott wir, wie es sei uns leibhaft. Und dann, so wie Glock 3 Uhr mehrach, wo er dann endlich noch gesagt hat, es ist vollbracht, noch einmal laut aufgeschrien hat und dann verschieden ist. Dort sollen uns Erinnerungen wagen. Dort soll uns dort noch einmal graut worden und wichtig worden, Lud. Nicht wie wurden sein, Herr, erqual die noch beter dein. Erqual die trüb lieben, batum eng. Jo, vielleicht gun wir gruß durch eine schwore Tiet und uns erst dort schwor, vielleicht stun wir in einen besonderen Kampf oder wer weit wird, wo unsere Situation ist. Aber dass wir sagen, Jesus, du hast viel mehr für mich getan. Erqual die trüb lieben. Was das Abendmahl uns auch, woran uns das auch soll erinnern, ist, dass wir taub gehören. Lass uns mal einmal noch abschließen, 1. Korinther 10. 1. Korinther 10, wo wir in dem Messwurz Vers 16 und 17 lesen. Das sagt wir so, all mit dem Passafest im Alten Testament, dass wir ein Fast, was keiner sollte, einzeln oder allein wo feiern. Das sollte immer in einer Gruppe, in einer Familie sein. Eigentlich, die Gruppe sollte so groß sein, im Alten Testament sollte die so groß sein, dass da genug wurden sein, um ein Lamm abeten. Da soll nicht überbleiben in der Nacht. Und wenn die Familie noch nicht groß genug wird, dann sollten sie vielleicht mit ihren Nuber sich taubstun. Oder wenn das noch nicht taub geregt hat, dann vielleicht den Schrutznuber auch teilnehmen. Oder wenn die Jüden haben, also, die sollten daran denken, wenn du irgendwo vielleicht eine Witwe wirst, eine Witwe, oder irgendwo eine alleinstehende Person, die sollten du nur sein, dass sie keinmal allein wo wurden, dort Passafest wirst. Ist das nicht auch ein schönes Sinnbild für uns? Das ist eine Erinnerung, ein Fast, dass wir auch wieder frisch daran erinnert wurden, wie Gehirn taub. Wir sollen nicht allein einzeln was tun, wir können dort taub down. 1. Korinther 10, Vers 16 lesen wir deswegen so. Dort gesegnete Uventmulskuffel, dort wie segnen, es dort nicht Port haben an Christus sein Blut. Das Braut, dort wir brechen, es dort nicht Port haben an Christus sein Körper. Willst du ein Braut es, willst du ein Braut es, sind wie viele, alle taub ein Körper, willst wie alle an dem einen Braut dein nehmen. Also das Braut, was wir wollen brechen und auch verdeilen, das soll uns auch daran erinnern, wie kommen alle von einem Körper. Wie Gehirn taub und auch wenn wir einer dem anderen die Feucht waschen, wollen wir auch prüfen, unser Verhältnis zu den Bettgeschwistern. Wir wollen einmal unser Verhältnis zu Gott prüfen. Aber auch uns daran erinnern, wo es mein Verhältnis mit meinem Bruder, mit meinem Schwester, dort du soll nicht waschen stehen, nicht waschen bleiben. Wir wollen nun zu den Verordnungen Eva gehen. Wir wollen erst die Feuchtwaschung feiern, nur dem dort Abendmahl. So sagt ihr, dort seht, wer würdig ist, vor Gott das Zeugnis klarhaft, der ist herzlich eingeladen, daran teilnehmen. Wer das Zeugnis bei sich nicht klarhaft oder wer der Weit dort nicht reit ist, dem wurde Gruten bloß dreht zu bleiben.
wie gesagt, wir brauchen nicht wach fahren, wir können Bern bleiben und, oder wir wollen dort so einrichten, vielleicht erst dort für einige Tieren, dort für einige erst das vielleicht das erste Mal, bloß ein Kleinbett, dort wir wollten, wo dort ungefähr wird aufrennen. Wir wollen nie dann, wenn wir ewig eine Feldforschung wollen, wir dort fern im Foyer, im Eingang down. Wir wollen uns Bräuder und Sester verdeulen. Die Sester wurden mal du in der Mat hängen, wie gegen die Keck. Du so Plätze einnehmen, ab Bänken und ab Steuler. Die Männer wurden hier mal nur der Rechte kommt, gut im Eingangsbereich. Kriegst so uns, wir wollen uns dann ein paar Rehen hinsetzen. Und dann, wenn wir die Feld waschen, dort wird so eingerichtet sein, dort jeder einmal eine Gelegenheit hat, einem die Feld zu waschen und dort jeder eine Ober auch einmal von jemandem die Feld gewaschen wird, kriegen. So bloß ein Kleinbett dort wir weiten, wo dort wird aufrahmen, wir wollen dort auch unsere Leuterbeker mitnehmen, wird hier in den Bänken sein, wir wollen beim wieder Durchführung von dort auch Leuter singen, deswegen wollen wir dort mitnehmen. Luther, wenn wir du mit vorig da sind, dann werden wir hier weiter drehen und derjenige, der dann am Abendmahl teilnehmen will, der lud uns von hier fern angefangen, ab der 2-7 die Bänken Platz nehmen. Die Sestern können hier in der Mat anfangen, kurz von der ersten Bank, lud uns nie, und der Mahner von mir hat gesehen, hier ab der Rechte sieht. Und wer du nicht teilnehmen will, der kann dann wieder hängen blieben. Ich würde auch freuen, dass die Kinder sich wollen bitte andächtig und ruhig verhauen. Kinder, dass sie nicht hier zum rumspringen und toben. Lut uns still sein, lut uns auch an das denken, was Jesus für uns getan hat. Und nur dem Abendmahl wollen wir dann noch taub dann mit einem Gebet und mit dem Leid und so wieder. Auch diese diesen Gottesdienst aufschließen. Also Abendmahl und Feldwaschung ist eine Zeit, wo wir uns erinnern wollen an Jesus. Feldwaschung geht mehr darum, unser Verhältnis zu den Mitmenschen. Wir wollen nicht uns selbst hecher holen als den anderen, sondern wir wollen den anderen hecher achten als uns. Und das Abendmahl ist mehr eine Zeit, wo wir unser geistliches Leben auch erst prüfen wollen und dann unser, das geht mal um unser Verhältnis mit dem Herrn. Weder Abendmahl noch Feldwaschung kann jemanden Sünden vergeben. Ich glaube, das ist uns alle klar. Wir nehmen daran teil, wie Jesus uns den Sünden all vergeben hat. Anders nicht um Sünden vergeben zu bekommen. Ihr seht, wir sollen dazu ein Andenken an Arm down. Und in 1. Korinther 11, ich lese das mal nach einer hochdeutschen Übersetzung, heißt das so. 1. Korinther 11, Vers 27 bis 29. Wer aber gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Darum soll sich jeder prüfen, ehe er von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib Christi geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Aber wenn wir uns vor Gott geprüft haben, dann waren wir mit Frieden und dort gewassen und Gott uns das Zeugnis gehabt hat, wir reut sind, waren wir dort mit Frieden down. Wollen wir nun durch die Evagun, wie gesagt, wollen wir nun Leuterbeker mitnehmen und dann im Foyer uns treffen für die Feldwaschung. Bitte.